Es gibt ein Haus in Neu-Berlin. Schnell, der Boss wird ungeduldig. Vater, ich weiß nicht, was ich Stacy als Geschenk zum Jahrestag kaufen soll. Naja, sie ist eine Frau. Wenn ich irgendwas über Frauen weiß, ist es, dass sie zwei Sachen lieben. Kleine Tierchen und Plüschzeug. Kauf ihr ein Plüschzeug. Super Idee. Danke, Papa. Ich bin immer noch nicht stolz auf dich. Ein Plüschtier. Dafür sollte ich genug Geld haben. Ach Mist! Wo soll ich jetzt ein Plüschtier finden? Hey, ein Igel! Perfekt! Wir haben deine Kiste, Boss. Ah, tolle Arbeit, Wilhelm Gills. Ah, endlich gehören sie mir. Ah, meine Kindheitserinnerungen. Meine Spielzeuge. Keine Sorgen, meine Kleinen. Ihr seid jetzt sicher. Wo ist Schnuffel? Wo ist Schnuffel der Igel? Was ist mit meinem Igel passiert? Er muss rausgefallen sein, als wir die Kiste hochgehoben haben. Ihr beide geht sofort zurück und findet diesen Igel. Sonst mach ich euch fertig! Jemand hat ihn geklaut. Hey! Reichen diese. Ein Mann war hier. Durchschnittlich groß, braune Haare. Er trägt Axe Deo. Er hat den Igel aufgehoben und ging in diese Richtung. Er wohnt in die Sudbergstraße, Nummer 21. Das alles erkennst du am Geruch? Nein. Am Geschmack. Was ein Zufall. Ich kenne das Haus. Komm schnell. Wilhelm geht nichts an sein Handy. Ich denke, er ist tot. Beschwören Rip und Grinder. Sag ihnen, sie sollen mir den Igel bringen. Stacy, mein Schatz. Alles Gute zum Jahrestag. Danke. Zum Donnerwetter. Wer bist du? Was hast du mit Stacy gemacht? Stacy ist tot. Nicht Stacy. Was soll ich mit dir machen? Wenn ich den Mann töte, der den Igel gekaut hat, belohnt mich der Boss bestimmt. Wer zum Teufel seid ihr? Er hat den Igel. Schieß! Nein, nein, nein! Stop.
Wie werde ich dieses Chaos aufräumen? Musst du, Bürfi, Gläser an die Wand. Mustern ist ein schönes Land.